Lukas, es wird sehr viel über dich geredet und diskutiert. Wir brauchen das jetzt gar nicht alles aufzuwärmen. Es war schon am Samstagmittag klar, dass du heute von Anfang an spielst. Der Bundestrainer hat das auch ausführlich begründet. Wie blickst du diesem Spiel entgegen und wie siehst du so ein bisschen deine Situation momentan? Ja, ich freue mich natürlich auf das Spiel jetzt am Mittwoch vor, sage ich mal, heimischem Publikum in München. Das Stadion kennt man. Ist ein guter Gegner, die Tschechen, ein guter Test für uns und ich denke, da kann ich und die Mannschaft sich auch wieder neu beweisen. Ist ja dann, wenn man an eine solche Stätte zurückkommt, werden, und das war auch heute in den Zeitungen zu lesen, sofort die Vergleiche gezogen, Sommermärchen, das Spiel gegen Schweden. Was hast du jetzt heute auch mit einer gewissen Distanz und auch aufgrund all der Diskussionen, wie beurteilst du heute das Sommermärchen, auch gerade das Spiel gegen Schweden, das Tor für dich mit einer gewissen Distanz? Wie hast du das in Erinnerung? Was bedeutet das für dich in deiner Ja, da blickt Laufbahn? man halt gerne zurück, aber ich habe die WM schon abgehakt. Man muss da vorne schauen. Da waren wir uns jetzt qualifiziert für die Europameisterschaft. Und jetzt denke ich, freuen wir uns alle auf die Euro und ich denke, dass wir da um den Titel mitspielen können. Peter Müller, können wir das Mikrofon hier bitte bringen? Lukas, ich fand das sehr nett, was der Oliver vorhin über Sie gesagt hat. Ist das Umfeld Nationalmannschaft das Umfeld, was Ihnen besonders weiterhilft, wo Sie sich besonders wohlfühlen? Ja, ich fühle mich immer wohl, wenn ich hier zurückkomme. Man kennt die Betreuer, die Trainer und die Spieler über längere Zeit. Ich bin jetzt seit 2004 dabei und die Betreuer, Harald und die ganzen Physios sind auch schon immer dabei. Und man fühlt sich einfach immer wohl, wenn man hier zurückkommt. Wir fühlen uns auch wohl, wenn der Lukas dabei ist. Danke, Harald. So. Erfolg mal. Können Sie mal ganz kurz sagen, welche Erinnerungen Sie noch an die EM 2004 und das Spiel gegen Tschechien haben? Sie waren ja da relativ kurz dabei und dann kurz danach war schon ein neuer Bundestrainer da. Ja, ich bin dann, glaube ich, in der Halbzeit reingekommen und wir müssten, glaube ich, das Spiel da damals gewinnen und sind dann damals leider ausgeschieden. Aber war trotzdem eine tolle Erfahrung für mich, dabei zu sein. Ich bin direkt von der U21 mit dem Bastian Schweinsteiger mit dem Auto. Wo war das damals? Im Schwarzwald, im Schwarzwald Ennstal. transportiert worden. Und das war für uns beide, denke ich, ein tolles Erlebnis. Aber man muss jetzt nach vorne schauen und ich denke, morgen können wir uns dann die Tschechen ein bisschen revanchieren. Christian Witt. Ist die Frage nach der Entwicklung seit dem Confed Cup. Meine persönliche, oder? Die Ja, ich denke, ich sportliche. habe mich weiterentwickelt, auch hier mit den Trainern Jürgen Klinsmann und Jürgen Löw hat man viel dazugelernt, auch im taktischen Bereich. Man hat neue Laufwege kennengelernt und neue Spielzüge und das hat mir, denke ich, in meiner Karriere weitergeholfen. Aber ich will mich natürlich auch weiterentwickeln, ich will mich weiter verbessern und da ist auch Bayern München die richtige Adresse. Man kann sich mit den Topspielern im Training messen und das, denke ich, stärkt auch einen Spieler weiter. Gregor Deris. Sie haben die Situation bei Bayern, dass Sie da jetzt nicht ständig gespielt haben, eigentlich relativ locker, sage ich mal, genommen. Sie waren auch teilweise verletzt. Ja, jetzt zuletzt kam aus dem Verein unter anderem von Uli Hoeneß, wenn er sich durchsetzen will, dann müsste er eigentlich auch ein bisschen böser werden. Ja, was der Uli Hoeneß gesagt hat, ich versuche das anzunehmen, was der Uli Hoeneß mir gesagt hat und werde das versuchen, dann auch umzusetzen. Ja, da stärker auch zeigen willst, so von der Körpersprache her, könntest du auch dazu? Ja, ich denke, es ist auch schwierig bei Bayern München, wenn man, denke ich, 15 Minuten reinkommt und da irgendwas bewirken zu können. Aber wir haben nun mal zwei super Stürmer, die die Tore vorne machen. Wir haben eine super Mannschaft, die Erfolg hat und ich bin ein Teil davon. Und bei uns läuft es momentan und da gibt es für den Trainer Ottmar Hitzfeld momentan vorne nichts zu wechseln. Und ich denke, immer wenn ich reinkomme, versuche ich mein Bestes zu geben und das ist genauso hier wie auch bei Bayern München. Herr Kattenbeck nochmal. Von daher ist die Nationalmannschaft auch dazu da, wo du ja eigentlich fast immer gespielt hast und gesetzt hast, auch das Selbstbewusstsein noch ein bisschen zu stärken und oder dich auch zu präsentieren für Bayern sozusagen. Ja, habe ich aber gerade gesagt, für den Trainer bei Bayern gibt es momentan nichts zu wechseln. Aber ich bin mir sicher, dass ich mich auf Dauer durchsetzen werde. Ich habe bewusst den schweren Weg Bayern München gewählt. Sonst denke ich, wäre ich woanders hingegangen. Ich habe den Wechsel nie bereut. Ich will mich da durchsetzen.
Und im Training gebe ich Vollgas in den Spielen und war momentan Erfolg und das ist, denke ich, auch das Wichtigste. Christian Witt. Bei Bayern München zwischen Hitzfeld oder Hoeneß und Ihnen, wann haben Sie das letzte Gespräch geführt oder wie lange geht sowas? Oder? Ja, wir reden sehr oft mit den Ottmar Hitzfeld und den Uli Hoeneß. Er ist auch immer enger in der Mannschaft dabei und die Gespräche finden statt. Und wie ich auch eben gesagt habe, ich versuche das anzunehmen, was der Uli Hoeneß mir gesagt hat und versuche es umzusetzen. Dieter Brennecke. Ja, nicht zu Bayern und nicht zur Nationalmannschaft, sondern gerade eben noch zu dem Spot. Was hat Sie dazu bewogen, da mitzumachen, weil es ja eine freiwillige Sache war und wie viel Spaß hat es gemacht? Ja, ich bin ja selber auf der Straße groß geworden, Straßenfußballer, immer mit den Freunden gespielt und ich denke, es ist eine tolle Sache, dass der DFB sowas unterstützt, dass die Kinder mehr zum Fußballspielen kommen. Ich denke, seit der WM ist da so ein Boom geworden, dass die Kinder immer mehr Fußball spielen wollen und da ist, denke ich, brauchen die Kinder auch einfach Bolzplätze und das ist, denke ich, eine super Aktion. Stefan Hammanns. Können Sie überhaupt böse sein oder müssen Sie sich da verstellen? Nochmal? Können Sie überhaupt böse sein oder müssen Sie sich da verstellen? Ich kann auch böse sein. Wann? Ab und zu. Nee, ich denke, das wurde halt ein bisschen aufgegangen, wo ich da beim Spiel gegen Irland ein bisschen gelacht habe. Aber ich denke, ich muss mir das Lachen nicht verbieten lassen, sondern ich bin ein Mensch, der gerne Spaß hat. Von der Mentalität her bin ich so einer, der gerne Spaß hat. Aber ich weiß auch genau, wann man den Spaß und wann man ernst sein muss. Und das, denke ich, habe ich auch mit meiner Einwechslung gezeigt, dass ich dann weiß, wo der Moment da ist, wo man ernst sein muss und dann auch die Leistung zeigen muss. Carlo Wild. Lukas, was nimmst du dir jetzt morgen für dieses Spiel konkret vor, für morgen? Was du dir konkret fürs Spiel morgen vornimmst? Ja, ich denke, wenn es mit dem Tor klappt, ist es schön, aber wichtig ist, dass wir vor heimischem Publikum hier in München eine gute Leistung zeigen und dass wir weiter unseren Weg gehen. Christoph Pauli. Wenn Sie sagen, dass Sie sicher sind, dass Sie sich auf Dauer durchsetzen werden, wie groß ist denn die Geduld, die Sie haben? Wie lange können Sie sich mit der Situation oder mit dem Status des Ersatzspielers anfreunden? Auf jeden Fall. Ich habe Spaß momentan am Fußball im Training. Aber wie gesagt, momentan gibt es keinen Grund zu wechseln mit dem Trainer. Aber ich denke, ich bin stark genug, um mich da auf Dauer durchzusetzen. So, die drei letzten Fragen. Sascha Flicke. Der Joachim Löw hat gestern gesagt, sie müssen in puncto Laufwege effizienter werden. Miroslav Klose habe da auch aufgrund seiner Erfahrung ein wenig Vorteile. Können Sie vielleicht mal schildern, was er Ihnen da genau mit auf den Weg gibt im Moment? Das versuchen wir immer im Training aufzuarbeiten, die Laufwege. Aber es ist ja klar, dass ich mit meinen 22 Jahren noch nicht komplett entwickelt bin, sondern ich versuche mich immer ständig weiter zu verbessern. Und das macht der Joachim Löw und der Ottmar Hitzfeld besonders gut, dass man da viel lernen kann und das hilft mir weiter in meiner Karriere weiter. Jan Jansen, machen wir ohne Mikro. Jetzt spielst du morgen nochmal von Anfang an. Wie sehr siehst du das als Chance, dich für die Startelf in Bochum zu empfehlen? In Bochum. Ja, ich denke, auf das jetzt was ausschlaggebend hat, weiß ich nicht, wie der Ottmar Hitzfeld da denkt. Aber ich denke, Bayern München, Nationalmannschaft ist was anderes. Wenn ich hier bin, dann konzentriere ich mich hier voll auf die Nationalmannschaft, versuche mein Bestes zu geben und wenn ich zurück bei Bayern bin, dann gebe ich alles für meinen Verein. Und ob ich dann gegen Bochum spielen werde, dann wird sich dann am Donnerstag oder Freitag entscheiden. Da werde ich, glaube ich, auch das Gespräch mit dem Trainer suchen und dann werden wir entscheiden. Christian Witt. Nein, man kann sich da keinen Zeitrahmen setzen. Es kann ja im Fußball sehr schnell gehen. Kann ja irgendwas passieren oder ich sag mal, einer spielt schlecht oder irgendwas passiert, dann stehe ich direkt da und bin zur Verfügung. Aber so, dass man sagt, du bist dahin und nicht weiter, wenn irgendwas nicht klappt mit einer Entwicklung. Ja, das sehe ich. Wenn irgendwas nicht klappt, dann muss man sich halt mal zusammensetzen oder drüber reden. Aber ich habe noch 2,5 Jahre Vertrag bei Bayern und die will ich erfüllen. Ich will mich durchsetzen und ich bin überzeugt, dass ich mich auf Dauer durchsetzen werde. So, die allerletzte Frage. Nochmal sportlich auch auf dich bezogen. Wie stark ist eigentlich dein rechter Fuß? Da war eine Aktion beim Irlandspiel, wo ich mir gedacht habe,
hoppla, eigentlich ist er doch nur zum Stehen da oder täuschen. Welche Aktion? Da waren ja mit rechts hast du mal so eine schöne Flanke geklangen, wo ich überrascht war. Ja, wie gesagt, ich versuche mich immer weiter zu verbessern. Man hat die Möglichkeit bei Bayern, sich da weiter zu entwickeln, wenn man mit Top-Leuten zusammenspielt. Und da trainiert natürlich auch meinen schwächeren rechten Fuß. Aber natürlich ist er nicht so gut wie der linke. Wir sehen uns heute um 18 Uhr im Stadion. Das ist für Journalisten wie immer 15 Minuten offen. Bis dahin, ciao. Ciao.